Moin moin Freunde des guten Geschmacks, Deathwish, ein Film mit Bruce Willis in seiner alten Rolle oder nicht, wie man kennt, am 10.08.2018 in die Heimkinos und los geht's. Ja, was ist Deathwish? Deathwish ist ein Remake, ein Mann sieht rot, 1974 kam dieser Film raus, mit Charles Bronson in der Hauptrolle, diesmal ist es auf jeden Fall Bruce Willis. Ja, kommen wir kurz knackig dazu, die Blu-ray, ne, die wurde ja von Universum mir gestellt, Dankeschön nochmal dafür. Ja, die Story ist sehr dünn und seicht, ist leichte Kost, ist halt so ein typischer Popcorn-Kino, Eddie Rudd als Regisseur und Drehbuchautor ist Joe Carnahan. Da muss ich einfach sagen, das war leider irgendwie kaum was, es ist eher wirklich was für den leichten Sonntag oder im Kino, war es schon nicht schlecht gewesen. Trotzdem, es fehlte mir da einfach so ein bisschen tiefgründige Story. Es ist halt dieses nach diesem Schema F zu manchmal linear. Man muss überlegen, ist einfach so ein kleines, so echt wirklich Rache-Movie-Ding, was man ja schon teilweise schon tausendmal gesehen hat. Ja, hat mich da an diesem Punkt nicht ganz überzeugt. Die Action ist natürlich, wenn sie da ist, ist sie da. Muss man einfach sagen, die ist dann da. Ist blutig. Ist für FSK 18 auch wirklich gerecht. Wenn Bruce Willis knallhart durchgreift, dann ist das wirklich blutig. Und wirklich auch manchmal stumpf, weil die Story an sich ist ja wirklich vom Arzt in den Rache und geht dann halt so gesehen als Racheengel durch die Straßen, um seine Peiniger dann halt zu morden, sag ich mal jetzt. Bei der schauspielerischen Leistung hat er mich teilweise nicht so gut überzeugt. Ist für mich leider nur wirklich, na, wenn ich damit auch mit hapere, nur solide. Warum? Leider haben viele schon das geschrieben, kam mir das auch so vor, wenn er keinen Bock mehr hätte. Vielleicht ist er auch irgendwie so ein bisschen das Leid, sowas zu spielen. Vielleicht möchte er auch was anderes spielen. Okay, er ist ja bald wieder in Glass zu sehen. Trotzdem, man hat ihn das schon abgekauft, aber ich habe das schon in einem besseren Film gesehen. Aber es ist trotzdem mal wieder ein Hollywood-Film, wo er auch mal wieder was beweisen konnte, was er eigentlich auch kann. Er kann aber auf jeden Fall mehr. Ja, der restliche Cast mit Winston D'Onofrio, Dean Norris kann sich schon zeigen, haben auch gute Leistungen gezeigt, ist aber halt auch das gleiche, solide. Also, ihr merkt schon, der Film ist im Ganzen wirklich ein solider Film. Habe ich das Remake schon gesehen? Leider nein, kann ich somit gar nicht vergleichen. Aber in der Neuzeit, wenn man das jetzt mal so überlegt, ist es wirklich, was Eli Roth gemacht hat. Er hat auch schon bessere Filme gezeigt, die er schon umgesetzt hat als Regisseur. Und ich muss sagen, das ist wirklich, ich hapere. Ich hapere im Fazit daran, es ist ein netter Actionfilm mit Comedian-Anteilen, der teilweise stumpf ist, paar unlogische Szenen hat, ein Bruce Willis, der teilweise erschlappt, nicht mehr so Bock hat, aber trotzdem von Anfang bis Ende läuft dieser Film durch, ist leichte Kost, macht schon Spaß, hat seine Momente in der Neuzeit, gerade mit YouTube und Social Media, und hat wirklich seine blutigen Momente. Deshalb bekommt der Film eine 7 von 10. Ja, zu dem Punkt Blu-ray-Bewertung, die nehme ich auch mal ein bisschen rein. Ihr seht ja hier, das ist ein schönes Cover mit einem Bruce Willis an der Waffe, FSK 18. Hier hinten nochmal die Sachen mit Inhalt natürlich. Und ja, also Ton und das Bild, das Tor, der Ton war kristallklar gewesen, typisch Blu-ray. Ihr habt da nämlich DTS HD 5.1. Bild war auch gut gewesen. Manchmal, so in kleinen dunklen Szenen, wisst ihr, kommt das nicht so Geltung, aber wenn es natürlich heller wurde und so weiter, dann ist das gut gemacht wieder mal als Blu-ray und finde ich auch besser als eine DVD, wisst ihr ja. Also könnt ihr euch die kaufen, wenn ihr wollt. Ne? Der Link ist hier drin, wenn ihr das kaufen wollt, könnt ihr mich unterstützen. Ich kann mir ja nochmal was davon mal kaufen oder nicht oder so. Nein, aber ich habe ja die Werbung hier geschaltet. Wenn ihr das natürlich kaufen wollt, dann könnt ihr es gerne machen. Also als Extras habt ihr nochmal Audio-Kommentar von Eli Roth und Richard Birnbaum, Making-of, Deleted Scenes und Extended Scenes. Also ist da nicht so viel drauf auf der Silberscheibe, aber trotzdem. Der Film an sich macht Spaß, kann man sich angucken mit ein paar Kumpels, mit einem Bierchen und so weiter. Guckt euch den an, wenn ihr Bock habt, wenn ihr es schon gemacht habt, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr den fandet. Und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, abonnieren! Glocke nicht vergessen! Guckt in den Endcut vorbei bei den lieben von Thomas und bei dem Björn. Und ich würde sagen, Leute, ne, bis dann und ciao.